Vielen Dank für die Einladung. Martin Schiele, mein Name. Hallo, ich bin Geschäftsführer und Mitgründer der AI GmbH. Und nach allem, was ich hier heute so schon gehört habe, sind wir hier genau an der richtigen Adresse. Und zwar, ich starte mal mit dem Problem, was uns im Jahr 2023 am häufigsten begegnet ist und woraufhin wir weitere Produkte entwickelt haben. Also die Unternehmen sind auf uns zugekommen, weil wir schon eine Weile da sind und wir bekannt dafür sind, AI on-premise zu liefern, eben sicher, lokal und privat. Und sind auf uns zugekommen und gesagt, wir nutzen gerne ChatGPT. Das waren die Vorstände und die Geschäftsführer der verschiedenen KMUs und gesagt, wir würden das gerne nutzen, aber wir können nicht zulassen, dass unsere Mitarbeiter jedes Dokument hochladen, was in die Finger kriegen. Und deswegen müssen wir die Website blocken. Also solche Sicherheitskonzerns, die sie da haben, die sind immer wieder auf uns eingeprasselt. Und sie haben uns gefragt, ob wir ein solches System entwickeln können. Das haben wir dann auch gemacht. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich ganz kurz zeigen, wo wir herkommen, was wir gemacht haben und wo wir jetzt stehen. Wir haben seit 2018 AIMS entwickelt, das AI-Management-System, das ist für die Industrie 4.0-Form entwickelt worden, sind dann übergegangen, weil wir halt viel Kontakt mit Behörden hatten, zu AIQA, Artificial Intelligence Question Answering, besteht aus intelligentem OCR und Dokumentenverständnis und haben jetzt eine Art ChatGPT on-premise entwickelt, was die Unternehmen lokal verwenden können. Natürlich haben wir seither auch Services angeboten, wie Projekte, weil das war einfach das, was die Unternehmen wollten. POCs, zeigt mal, was geht. Sie wollten wissen, wie funktioniert AI. Ja, könnt ihr schauen, was wir eigentlich machen können. Und da sind wir auf die gleichen Probleme getroffen, die wir heute hier auch schon viel besprochen haben. Wichtig ist, unser USP ist eben on-premise. Wir liefern alles, was wir entwickelt haben, so aus, dass es bei den Systemen, auf den Systemen des Kunden funktioniert. Wichtig auch, es ist alles code-free. Hier sieht man ein kurzes Video vom Artificial Intelligence Management System. Das ist die Lösung, die wir im Prinzip für die Industrie 4.0 entwickelt haben. Es ist ein User Interface, wo man sich selbst KI entwickeln kann mit Daten, die man beispielsweise vom Shopfloor hat. Es ist designed für Ingenieure, Techniker, meinetwegen auch Versicherungsberater und Banker, eben die Leute, die das Domainwissen mitbringen, die die Daten kennen und haben und die da kleine Modelle trainieren wollen. Ob das jetzt Bilderkennung ist, Soundklassifikation oder Zeitreihenprediction. Ja? Das funktioniert alles klickbasiert und ohne Programmierkenntnisse. Als wir das fertig hatten, sind wir übergegangen zu Dokumententhemen, weil wir hatten viel mit Behörden zu tun. Wir haben es gesagt, ja, wir machen hier Wohngeldanträge, jetzt, wo die Energiekosten so steigen, das war gerade Ende letzten Jahres sehr stark. Wir kommen nicht hinterher, wir erwarten 300.000 Wohngeldanträge und wie sollen wir die alle einlesen? Ja. Dann haben wir uns damit beschäftigt, OCR zu machen. Wir dachten, nein, wir gehen nicht in diesen Bereich. Aber ganz offensichtlich gibt es da auf deutschen Daten nichts Gutes from stock so und haben dann eigene OCR-Algorithmen trainiert, vor allem auch Handschrift zu erkennen, weil viele Behörden eben immer noch mit handschriftlich ausgefüllten Formularen arbeiten. Und die sitzen dann eben da und lesen die sich durch, tragen die IBAN ein. Was man auch hier machen kann, ist, man kann das automatisieren. So ungefähr 85-90%, es klappt nie 100%, das ist immer so, aber es funktioniert sehr gut, wenn wenn die Behörde quasi ein Formular zur IBAN oder zum Bankeinzug ausgestellt hat, dann kann über das System gefragt werden, wie heißt der Antragsteller, wie ist sein IBAN, wie ist seine Wohnadresse und kann über REST Calls das ins ERP-System vollautomatisch einspeisen und eben auch auf Formularen, die man hausintern hat, die vielleicht noch nie trainiert wurden, selbst das System nachtrainieren. Das ist sehr lightweight. Und nicht zu verwechseln mit großen Sprachmodellen. Ja. Sind aber dazu übergegangen, jetzt kommen wir zu den großen Sprachmodellen, seitdem es die Möglichkeit gibt, und das ist erst Mitte 23 richtig passiert, große Sprachmodelle Open Source zu nutzen, haben wir gesagt, wir entwickeln jetzt ein Produkt darum. Wir machen uns gar nicht die Arbeit und trainieren die. Das ist Quatsch, das brauchen wir nicht, das können andere viel besser, außerdem ist es sehr teuer. Wir entwickeln das Produkt für den Kunden. Ja, und weil eben die Kunden wollten, ChatGPT on-premise haben wir das entwickelt. Wie vorhin schon gesagt wurde, man kann das nutzen für eine interne Wissensdatenbank beispielsweise. Ja, also wenn der Kunde, große Unternehmen haben ja viele Dokumente, beispielsweise, was weiß ich, wie reicht man Urlaub ein, wie macht man eine Reisekostenabrechnung, wenn solche Dokumente komplett irgendwo verstreut im Intranet liegen, muss der Mitarbeiter ja eigentlich nach Stichworten suchen, um die zu finden. Das geht jetzt anders, wenn man nämlich eine Vektordatenbank anschließt, die hier mitverkauft wird und ein Startup nach uns wird über eine Vektordatenbank reden. Dann kann man automatisch einfach suchen, wie mache ich eine Reisekostenabrechnung und kriegt die Antwort direkt von dem System, ohne dass man Stichworte suchen muss. Des Weiteren kann man das auch als Low-Hanging-Fruit, wurde von auch angekündigt, als externes Chat-System benutzen. Wir machen das gerade mit Bosch Rexroth und KUKA und ein paar anderen Partnern, weil stellen Sie sich vor, Sie sind Maschinenbauer und haben einen KUKA-Roboter gekauft und möchten das mit der Control-X von Bosch verbinden, ja, weil Sie den Roboter steuern wollen.
Dann haben Sie zwei Systeme, zwei Dokumentationsstränge. In dem Fall sind das ungefähr 50.000 Seiten an PDF-Dokumenten, an Forumsbeiträgen und Git-Repositories. Und der User fragt, wie schließe ich denn diesen Cookie-Roboter jetzt an? Und das mit Control-X. Und dann wird die KI die Vektordatenbank durchsuchen, wird die Informationen ausspucken und im besten Fall schon den Code, der das möglich macht. Dafür haben wir Ava entwickelt. Und jetzt noch zum Team. Das Team besteht, also das Gründungsteam besteht vor allem aus Ingenieuren. Ja. Das sind auf der linken Seite vor allem die ITler und auf der rechten Seite Tobias Bauer ist Maschinenbauer. Ich bin Fahrzeugtechniker. Ich habe aber meine Doktorarbeit im Reinforcement Learning geschrieben und die dann auch vor einem halben Jahr ungefähr abgeschlossen. Und das ist so das Gründungsteam. Wir sind aber schon gewachsen seither, weil wir hatten auch schon eine Finanzierungsrunde. Es gibt noch drei weitere Entwickler, zwei Leute, die im Sales arbeiten, eine Marketing und jemanden für alles durchweg. Wir streben auch eine weitere Finanzierungsrunde an. Ja, das heißt, wir werden im nächsten halben Jahr 5 Millionen aufrufen bei einer Bewertung von über 25 Millionen. Unsere bestehenden Investoren sind auch dabei. Wir haben das schon angekündigt, haben auch schon 1,2 Millionen zugesichert. Der Plan für 2024 ist hier, Break-Even zu erreichen und 600.000 Euro Umsatz zu machen. Zurzeit sind wir so bei 200.000, 250.000, berichten wir nicht ganz durch. Und planen eben vor allem mit Ava, also mit dem ChatGPT On-Premise-System, da extrem zu skalieren, weil die Nachfrage auch jetzt schon sehr, sehr hoch ist. Und was wir auch merken, ist, die Kunden sagen uns, ich will nicht zu Google, ich möchte nicht Azure und ich will auch nicht AWS. Ich möchte den POC bei euch auf dem System machen. Ja? Das machen vor allem die kleineren und mittelgroßen KMUs. Die wollen auf gar keinen Fall, dass irgendwas rausgeht. Aber sie wissen, wenn sie es bei sich haben wollen, dann müssen sie sich natürlich ein bisschen Hardware anschaffen. Wir kriegen das aber mit Quantisierung und sowas so klein, dass es sehr, sehr kosteneffizient ist und funktioniert. Zum Abschluss hier noch meine Kontaktdaten. Wenn noch Fragen stehen, die werden natürlich gleich kommen, ja, wenn sie aber noch extern in diesem Vortrag bestehen, melden Sie sich gerne bei mir. Und wir haben eine Website, klar, und auch einen YouTube-Kanal, wo wir die letzten Jahre auch immer die Produkte erklärt haben und eine Art First-Level-Support bereitgestellt haben, wie unsere Produkte funktionieren.